So, Achtung, PowerPoint-Animation. Oh Mann. Spiel richtig. Ey, ich hab schon lange nicht mehr so einen Spaß gehabt bei so einem eigentlich Gratis-Spiel. Was ist da los? Ich finde das Spiel einfach witzig. Aber nicht, weil das Spiel irgendwie so saugeil gemacht ist, sondern einfach... sagen wir einfach mal, es kommen sehr viele unerwartete Aspekte hinzu. Das hast du nett formuliert. Ja, da drück mal, dass du ready bist. Ja, ich hab es fertig geladen. Ich hab nicht so eine Maschine wie du, ne? Ja! Yeah. Oh Mann, ich höre gerade dem Commander zu, der so bla 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 bla. Plötzlich höre ich von hinten. Ah. Unerwartete Überraschungen. Was ist hier für eine leuchtende Röhre? Ich will's anfassen. Ich will's mitnehmen. Sie ist so schön. Wie die Motten vom Licht angezogen werden. Guck so, oh Blattmann, guck mal, wir müssen da weit nach vorne. Wow. Nein, fliegt nicht in das Licht! Was ist das hier? Oh, er ist explodiert. Kann man diese Tanke auch explodieren lassen? Ich glaube, ich probiere es lieber nicht. Warum redet dein Typ eigentlich auf Spanisch? Was? Ja. Bei mir sagt er Reload. Echt? Bei mir stand er gerade eben, Estoy cargando! Und ich habe mich gefragt, was er mir sagen will. Warte, sind das nicht mit diesen Scharfschützen-Aliens? Doch! Ja. Warum eigentlich... warum braucht mein saudämlicher Charakter so lang zum Nachladen? Ey, Vegas hat da eben gesagt, Estoy Garganto oder sowas. Alle Leute, die Untertitel haben können, das jetzt auch, hätten es auch sehen können. Oder einfach zurückspulen. Bist du nicht, irgendwie sicher, dass dein Steam nicht auf Spanisch installiert ist? Stone installiert Steam. So, mal Steam installieren. Wählen Sie Ihre Sprache aus. Irgendwie habe ich Lust auf Spanisch. Wie installiere ich jetzt Spiele? Ich weiß es nicht. Ah, hier brauchen wir auch die Sandschickern. Na super. Ich dachte gerade eben, die Geräusche kommen aus dem Spiel. Oh, wir trashen da richtig. So, ach. Einen Moment bitte, ich muss gleich wieder hacken. Na, schon wieder, dreckiger Hacker. Komm auch von hier unten, ne? Ich bin noch am Debattieren mit mir selbst, ob wir diese Serie Let's Trash oder Let's Fail nennen sollen. Beides. Warte, let's Trash checken. Fail. Let's Fail Trash. Let's Fail the Trash. Ich glaube, ich habe mich eingebaut. Ich kann mich hier nicht mehr wegbewegen, aber im Notfall gibt mir das 5 Sekunden extra, falls die Aliens angreifen. Ich wollte nicht hacken! Beschütze mich! Ich habe versehentlich auf Hacken gedrückt! Oh, da kommen ja auch welche. Ach, das macht deine Sentry-Gun. Ich hacken ist eigentlich nur Röhren aneinander drücken. Wo sind die anderen Spieler? Stirbt! Hier wäre es jetzt geil, wenn wir die Tür hätten zuschweißen können. Nix da hier. Schweißen. Oh, 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 oh. Ich will nicht mehr dieses Spiel spielen. Ich will weg hier. Das ist schlimmer als Amnesia. Hallo? So. Ja, warum hackst du nicht, Mann? Das ist dein Job hier. Ist gehackt. Warum sind wir dann noch hier? Ich will weg. Da, gerade eben. Hast du es gesehen? Das war Spanisch. Bei mir ist das Englisch, verdammt. Hast du nicht die Untertitel an? Da stand gerade eben Contact, C. Also C wie ja. C. D'accord. Hier links ist eine Falle. Das war Französisch, Mann. Falle? Falle. Was Falle? Ach so, meinst du das? Ich dachte irgendwo auf dem Boden oder so. Okay, danke für die Info. Ich lass dich mal da unten. Da gehen wir doch dahin. Und D'accord ist trotzdem Französisch. Ja, das ist klar. Oh nein, ich muss wieder hacken. Nein, muss ich gar nicht. Wir müssen nur warten. Ich brauche Munition.
Ich habe auch gar keine mehr. Ich habe noch die Sentry-Gun. Ich habe zum Glück noch die Schrotflinte. Ich habe nur noch die Sentry-Gun. Pass auf, Fintons! Aggressive Growl. Kommt übrigens so ein bisschen... Guck, sie! Gerade eben hat er schon wieder sie gesagt. Mach deine Untertitel an. Okay, Moment, das mache ich. Escape, Option Video, erweiterte. Oh, ich könnte etwas aktiviert haben. Ja, du hast einen Endgegner aktiviert. Was? Warum? Also, wie es aussieht, kann man mit PowerPoint gerade noch Zeitlupe machen. Au, also ich hab keine... Also ich hab die Granate verfehlt. Genau, Cedric, dann baller da mal drauf hier so ein bisschen. Ja, ich prügel dir eins. Was, ist das Vieh schon tot? Das ist mein Mods der Endgegner. Jetzt tun wir so, oh, Mords der Endgegner, Mann, was wie eine Lusche, aber vorher noch auf leicht stellen. Guck da, sie, da hat er schon wieder gesagt. Sie. Ich habe immer noch keine Untertitel. Kann man das Rohr da reinlaufen? Wo stellt man den Untertitel ein? Bei Steam Cloud oder bei Video? Ja, ich weiß es nicht. Optionen und dann Audio. Optionen, Audio und dann Untertitel, gesamter Text. Video. Untertitel, gesamter Text. Wer macht denn Untertitel zu Audio? Das ist offiziell ein optisches Medium. Oh, PDA. From Helen Young. Jetzt wissen wir immerhin, dass es in diesem Spiel eine Helen gibt. Müssen wir hier lang? Nein, okay. Nein. Nein, nein. Ich habe übrigens gar keine Muni mehr. Ja, 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 alles mein. Ich muss hacken. Schütz mich. Wir müssen übrigens im Licht bleiben. Okay. Warum das? Weil sonst noch ein paar von diesen Endgegnern kommen. Ein paar von den Endgegnern? Das hört sich nicht gesund an. Nein. Warum kann ich hier nicht durch? Ach so, da war ein Durchgang. Aus dem schießt das Raumschiff auch noch mit, was auf alles, was nicht im Licht ist. Oh, oh, oh mein Gott, hier ist kein Licht. Oh, hier ist Licht. Müssen wir eigentlich irgendetwas machen auf leicht, wenn wir mit dem Raumschiff unterwegs sind? Ja, ich glaube schon. Ah. Ja, ja. Oh, da, da. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Ah. Das Raumschiff regelt das. Also irgendwie auf normal sind wir abgestunken ohne Gnade und auf leicht rushen wir hier durch ohne nix. Ich wollte schon sagen, blasen wir hier durch, aber das klingt leicht inappropriate. Ja. Oh! Ah! Ah! Oh, ich bin tot. What the fuck? Also bei mir ist alles auf Englisch. Auf der Untertitel gerade. Ach, die platzen einfach wegen dem Licht, gell? Nee, eigentlich nicht. Doch! Estoy irgendwas! Ja, gell? Estoy cargando oder sowas! Dreckiger Spanier, du! Oh. Was? Home at the end of this? Die letzten Worte konnte ich nicht mehr mitlesen, weil... Weil du im Weg warst. Ich? Jetzt bin ich's wieder. Check the target. Wir müssen eigentlich nur hier runter, dann sind wir fertig. Achso. Dann hauen wir einfach mal ab. Yeah! Yeah! Auf Stufe leicht! Shot on this game! Erhalten RP 25. Ach nee, jetzt geht's hoch. Level up mit meinem Skill. Yes! Bis jetzt war ich bei jeder Mission einen Platz vor dir mit Abschüssen. Und mit Gesundheit auch. Mit Munition nicht. Freundbeschuss, du hast mich mehr abgeknallt, du Sack. Ja, das stand da so. Hoppla. Okay, PowerPoint, let's go. Oh Mann. So. Eigentlich könnte ich das ganze Videomaterial immer eine halbe Stunde auf 10 Minuten runterschneiden und dann immer eigentlich das gesamte Let's Play zu einem Highlight-Reel machen und zu sonst nichts. Ich glaube, das muss alles hoch. Das ist alles wichtig, um die komplexen Gedankengänge zu verstehen. Ja, also dieses komplexe Spiel, wovon die Story richtig so tragend ist. Ich bin echt froh, dass wir jedes PDA lesen.
Okay, Squad. Command wants the computers up and running. The colony's reactor was knocked offline by the swarm attack, so you need to find your way to the reactor core and get the juice back on in there. Was? Get the juice back on there? Wir sollen den Saft wieder zurückholen? Oh, ich verstehe das nicht. Also ich mag Orangensaft, aber ich weiß nicht, was wir einen holen sollen. Ja, ich weiß auch nicht. Am besten so, am besten nur einfach Multivitamin. Ja, ich denke auch, da haben wir gerade alles drin. Ah. Was gibt's hier hinten irgendwas? Irgendwas Spezielles? Ein Secret? Vielleicht nein. PDA? Diese tollen synchronisierten PDAs mit der Schriftgröße von 7 oder so. Heia! Ah, er hechtet sich auf. Ey, die könnten echt in diesem Spiel, weißt du, was diesem Spiel wahnsinnigen Mehrwert verleihen würde? Wenn die, weil bei den PDAs musst du ja eigentlich mit deiner Nase an den Bildschirm, wenn du die lesen willst. Wenn du so ganz nah rangehst und nach so 10 Sekunden kommt irgend so ein plötzliches Horrorgesicht mit einem lauten Soundeffekt. Ich glaube, wir sollten mal ein Spiel entwickeln. Ja. Oh, was ist das? Es sieht hässlich aus! Es explodiert! Sterben alle! Ich wollte gerade fragen, muss man auf die Viecher überhaupt ballern oder explodieren die von selbst nach einer Weile? It is. Ich möchte keine Munition verschwenden. Aha, Stone has earned the achievement. Schnell und tot. Yeah, und rechts oben steht bei mir Quick and Dead. Kannst du dich mal für eine Sprüche entscheiden? Sprüche entscheiden. Ja, tja, Sprache. Ja. Kannst du dich mal für eine Sprüche entscheiden? Achtung, fliegendes! Was? Wo? Da war was? Hier spawnen sie übrigens unendlich drin. Oh ja, gut zu wissen. Nee, ist nicht. Schade eigentlich. Okay, einfach weiter. Verdammt! Ich muss. Au! Not power, wir müssen erst wieder Strom! Verfolge das Kabel! Das ist an diesem Kran hier. Wo geht der Kran hin? Pain! Pain in the ass! Pain and suffering. Wo bist du hin? Ich gehe nach oben, links. Ach, das macht Sinn. Ich finde toll, wie man auf der Shift-Taste, die in anderen Spielen Sprint ist, langsamer läuft. Ja, ist geil, ne? Ja, Mann. Verdammt. Oh, oh. Juhu. So, hier muss ich wieder hacken. Oh, not again. Schätz mich! Niemals. Ich werde aber nur diesen Aufgang hier decken. Oh. Okay, hier kann man. Von hier kann man ja den Geschützturm lenken. Was für ein Geschützturm? Da war ein Geschützturm? Wo war ein Geschützturm? Hier hacken. Hier, der über der Tür hängt. Da kann man an dieses Terminal rangehen. Achso. Geh da mal dran. Dann baue ich die Sentry so auf, dass sie dich schützt und du schützt mich mit dem Geschütz, bitte. Warte, Geschütz. Ah, E-Mail, cool. Ich muss erstmal meine E-Mails abrufen. Storm, wir werden von Aliens angegriffen. Oh, meine Mails. Ich sehe aber gar nicht. Ah, jetzt geht's besser. Dreh doch die Sentry. Andere Richtung, verdammt. Weißt du, dass du sie drehen kannst? See, I got it, on it. Machst du irgendeinen Remix oder was? See. Ja, das ist ein... mein Remix, see? I got it, see? Mhm, aha. So, ich hack jetzt und du schützt mich bitte, ne? Boah, ich kann dir Header geben von hier. Ich warn dich. Ach Mist, wenn du hackst, dann... Ab geht's! Warum ist hier so ein doofer Störfilter drauf? War das auch bei PowerPoint? Ja, das ist so ein Effekt, weißt du? Der ist da ganz schön. Ja, um mehr Realismus deinen Präsentationen zu verleihen. Damit dein Arbeitgeber auch richtig überzeugt wird. Zum Glück bin ich ein richtig schneller Hacker. Oh, das sind viele. Habe ich eigentlich unendlich Munition mit dem Ding? Nope. Ich glaube, das war's. Da ist noch eine. Stirbst du jetzt? Okay, ich geh mal weg. Hör auf. Oh. Hört auf zu spawnen. Money.
Money, money, money. Power on. Weil auch jeder Reaktor so aussehen muss und nicht anders. Das sieht irgendwie nur aus wie ein Hologramm und nicht wie ein Reaktor. See, on it, I got ya. Ein holographischer Reaktor. Kann man leicht ganz kompakt in die Tasche... Ja, man kann... Es ist nicht komplett drauf, der Untertitel. Ah, jetzt, er scrollt. Wunderschön gelöst. Das war natürlich nötig, da oben lang zu laufen. Beschütz mich, ich muss wieder hacken. Ach so. Ah, nee, wir müssen, bis die Tür offen ist. Das ist alles. Ach so. Nice. Der scheiß Commander, er redet einfach, wir ignorieren ihn eiskalt. Ja, weil keine Untertitel da sind. Und außerdem ist das ein Let's Trash und kein Together normales. Commander, jetzt seien Sie mal ruhig hier bitte, ne? Wir haben hier einen Job zu erledigen. Können Sie aufhören, sich mit mich so voll zu schwätzen? Ich hab hier Aliens abzuknallen. Longer. Jo, was ist das hier?